Hallo und herzlich willkommen zur Frage des Tages. Heute fragen wir, was ist ein Axiom? In der Mathematik ist ein Axiom ein Grundsatz, den man nicht zu beweisen braucht, weil er unmittelbar einleuchtet. Dass auf die Zahl 2 die Zahl 3 folgt, leuchtet uns allen ein. Ein Beispiel für ein mathematisches Axiom wäre also, dass auf jede natürliche Zahl n, also jetzt hier zum Beispiel in diesem Beispiel die 2, eine Zahl nachfolgt, die 1 größer ist, in unserem Beispiel die 3. Es gibt auch noch die physikalischen Axiome von Newton. Die jedoch beruhen auf Erfahrung und Beobachtung, aber auch sie lassen sich nicht beweisen. Würde jemand das Gegenteil beweisen, würde er die Naturwissenschaften auf den Kopf stellen. Jetzt wisst ihr wieder mehr. Bis zur nächsten Frage, eure Fanrir. Come on.